Liebe Freunde des EAI und der GS1 Germany, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Verleihung des Wissenschaftspreises 2016. Eine tolle Sache, wenn die Forschung an handelsrelevanten Themen gefördert wird. Der Wissenschaftspreis für mich ist zum einen Anerkennung für die Arbeit, die ich geleistet habe. Deswegen ist eine große Wertschätzung eben nicht nur wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich. So, dass bei der Vergabe des Wissenschaftspreises also eine wirklich sehr gute Plattform besteht, bei der man sich mit Industrie und Handel sehr gut austauschen kann und neue Ideen auch vielleicht entstehen. Eigentlich sind wir im Moment noch viel zu wenige Pioniere. Dafür braucht man manchmal Grundlagenforschung, die heute noch gar nicht umgesetzt wird. Das bedeutet aber ein Umdenken auf der Universitätsseite und das bedeutet auch ein Umdenken auf der Praxisseite, wo man sagt, es lohnt sich darin zu investieren. Und so ein Preis, der symbolisiert das und der führt genau diese beiden Seiten zusammen.